sitzt Herr Woloda. Hallo noch. Herr Wolotzka, diese Antwort sagt mir gar nichts. Gehen Sie doch ein bisschen mehr aus sich heraus, Herr Wolotzka. Oh ja, ich würde sagen, schlechte Zeiten für die Maikäfer, ne? Aber werden die da am Flug gehindert, Herr Wolotzka? Bei solchem Wetter? Ich würde sagen, die steigen überhaupt nicht mehr auf. Sagen Sie, zum 1. Mai, Herr Rogel. Ja, wir haben alles da. Georgie Bell macht die Küche, Meier Peter filmt und draußen regnet es in Strömen. Eigentlich wollten wir uns draußen auf die Wiese legen und Fische fangen. Aber und flüchtet immer vor der Kamera. Georgie Bell, du brauchst keine Angst zu haben. Das ist doch nur ein Mikrofon. In 6 Minuten und 12 Sekunden können wir essen. Ah, in 6 Minuten und 12 Sekunden können wir essen. Wunderbar. Georgie Steaks sind stadtbekannt. Sie schmecken furchtbar. Sisi, Georgie hat sich heute nicht rasiert. Er sieht ganz verwahrlost aus. Stimmt es, Georgie? Ja, das mit dem Nichtrasieren sehe ich etwas anders. Ich lasse mir jetzt einen Vollbart stehen. Er lässt sich einen Vollbart stehen. Ist immer noch der 1. Mai 1981. Mal sehen, ob das nächste auch noch einen hat. 1. Mai ist bekanntlich Tag der Arbeit und es sollte auch nichts gearbeitet werden, also fällt auch das Rasieren flach. Herr Meier, wie fühlen Sie sich? Oh, das haben Schießen heute am 1. Mai. Das sehen. Ach, sag nicht mal, Herr Wolotzka, tun wir das. Aber ich könnte ja zu dir sagen. Okay. Ja, das ist ein bisschen zu deutsch, ne? Also dann zum Wohl? Ja, das ist meins. Entschuldigung, Essen, 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 bleibt das. Essen, Essen, Essen. Da ist es doch. Das ist nass hier, Scheiße. Ja, seht doch, was los ist, Mann. Hier, ein Röchling gemacht wird. Ich war vorne an dem Scheiß stehen, bin ins Wasser geflohen. Ja, hier, guck da, bitteschön. Wie konnte es zu diesem tragischen Unfall kommen? Ah ja, ich bin hier quasi laut hier den Steg hin und wollte mich mal hier hinstellen. Auf einmal haut mir die Füße weg, junger Mann. Voll, seht ihr? Und hier sehen Sie da, Unfall aus. Ja, könnten alle Pfeife machen, was ich ins Wasser fahren, was machst du da so? Ja, Scheiße ist es. Scheiße, ja. Okay. Klappe 5, Peter ist ein Würstchen. Ja, prima. Schaut, ich wusste, sind... Und nur ein Interview mit einem tollen Hecht. Was meinen Sie dazu? Er möchte sich hierzu nicht... So, jetzt sagt Peter seinen Spruch. Die Sonne scheint, das Kellerloch, 2, 3 trinkt man noch. Ja. Hallo, Peter. Ja, hallo, Schwester.